We are excited, but we are a bit nervous also, so it's a big day. Bringing back the whale, and in such a good place, after so many years that has been repaired, and it's really a process that is going to be challenging. Sehr schön. Jetzt legen wir noch eine davor, dann die Boote drauf. Es ist soweit. Der Wal zieht ins Forum Wissen ein. Das läuft gut und die Spannung steigt. Hier findet er sein neues Zuhause. Das war heute das erste Mal. Nicht so ruckartig, ne? Nicht, dass da irgendwas ins Wanken kommt. Wichtig war, dass der Walschädel sicher hängt. Und das hat er getan. So, wo ist der weg? Es hat geklappt, obwohl der Schädel innen hohl und sehr fragil ist und offenbar seine Macken hat. Die Knochen sind ja nicht hundertprozentig fest verwachsen. Der Wal ist noch ein bisschen jünger. Und durch die alten Schäden gibt es da, ich sag mal, lose Bereiche. Und wenn man den auf der einen Seite anhebt, dann arbeitet das eben auf der anderen Seite. Und das ist das, was Sie gehört haben. Natürlich hätte das auseinanderfallen können. Aber ich war mir sicher, dass es nicht auseinanderfällt. Dazu kennt der Präparator seinen Wal zu gut. Die Risse kann er wieder versiegeln. Das weiß auch die Kuratorin der zoologischen Sammlung. This is the new home for the whale. I think it's going to be a wonderful space because there is a lot of light. And once this is hanging from the ceiling, it will be like it's diving, like it's swimming again. No? And it will be really a wonderful chance for all of us to walk underneath such a magnificent animal. No? It's like making it alive again. Sobald der Wal im Atrium hängt, wird auch das Café wieder eröffnen. Dann schwebt er über den Köpfen der BesucherInnen. Der Wal wiegt, glaube ich, insgesamt 3 Tonnen und wir dürfen 9 Tonnen da oben aufhängen. Also das wird klappen. Dann wird es auch für Tammy Pick einfacher, das riesige Skelett auf ein Bild zu bekommen. Die Biologiestudentin ist nämlich die Fotografin des zukünftigen Biodiversitätsmuseums. Ich fand Wale schon immer faszinierend. Das ist quasi eigentlich auch meine Lieblingstiere von Beginn an. Allein wegen der ganzen Kultur, wie sie leben. Das Altruistische von Walen finde ich am spannendsten. Dass sie quasi oft das Leben von anderen vor sich stellen und andere Tiere schützen, wie Robben. Das finde ich sehr faszinierend. Ich finde, manchmal können sich die Menschen davon eine Scheibe abschneiden. Wale sind gesellig. Sie leben in Großfamilien, haben ihre eigene Sprache. Und der Pottwal hat von allen Tieren das größte Gehirn. We are very, all of us, fascinated by dinosaurs, but the largest animal on earth is a whale. Vor rund 50 Millionen Jahren entwickelten sich die einstigen Landtiere zu Meeressäugern mit eigener Kultur. Die können BesucherInnen hier nun erleben. We would also like to have the whale here to inspire new visitors to understand that our future will depend on how we will manage, for instance, our pollution, the climate change, the human debris, because these are the new threats for animals, and especially for marine animals like this one. You keep a place on your head for the whale, no? So it touches us. All of us feel connected with this wonderful animal. So I would say that they have something. They are powerful. They transmit feelings, and we feel something towards this whale. Steht, das war's. It's part of the family.